Hallo meine Freunde, ich möchte euch über den THS Art in Life Retreat Journey nach Kambodscha und Thailand kurz berichten, was wir da geplant haben. Diese Programme sind ja zusammen mit unserer Vertretung in Thailand, Ksenidishat, und mit Asian Explorers entwickelt worden. Und für die Kambodscha-Thailand-Retreats ist es so, dass die internationale Gruppe sich trifft in Bangkok, International Airport, vermutlich an einem Sonntag. Ihr werdet ins Hotel gefahren in Bangkok und dann wird es natürlich mal einen Willkommenstrunk geben. Dann werden wir, nachdem ihr angekommen seid und wir uns ein wenig kennengelernt haben, werden wir ein paar Tage Bangkok kennenlernen, bevor wir dann mit einem Inlandflug nach Kambodscha fliegen werden. Dort werden wir in Phnom Penh und Umgebung einiges unternehmen. Unter anderem werden wir ein paar Fahrradtouren machen zu alten Tempeln, zu alten historischen Plätzen, auch Energieplätzen. Wir werden einen Asiatik-Kochkurs machen mit einem Koch von Kambodscha. Wir werden zusammen auf den Markt gehen und die Zutaten für unser Menü selber einkaufen, dann verarbeiten und natürlich auch genießen. Wir werden auch ein Abendessen organisieren bei einer kambodschanischen Familie, wo wir dann natürlich noch mehr über diese asiatische Kultur erfahren können. Nachdem wir so einen kleinen Teil von Kambodscha erlebt haben, werden wir uns für die letzten paar Tage nach Koh Chang in Thailand begeben, auch wieder mit einem Inlandflug. Koh Chang ist eine Insel, die vom Tourismus her noch nicht gut erschlossen ist, und das wird also ganz ruhig, inspirierend und entspannend dort sein auf dieser wunderschönen Insel. Wir werden natürlich am Strand sein können, wir werden tauchen gehen können und aber auch klar während dem ganzen Retreat einfach voneinander lernen und profitieren und Erfahrungen austauschen. Ich hoffe, dieses kleine Programm gefällt euch und ich kann euch bald wieder einmal in Bangkok am International Airport begrüßen.